Naja, naja, naja. Da habe ich schon Besseres gesehen. Hallo, Freunde der Sonne, und herzlich willkommen bei einer neuen Folge FIFA Ultimate Team. Ja, wir sind heute wieder hier am Start und brauchen 3 Siege, um den Aufstieg noch zu schaffen. Ich habe gerade was Nettes gelesen. Man kann derzeit, heute ist Samstag, wo ich das aufnehme, also am selben Tag, man kann derzeit netterweise eine Reise gewinnen, wenn man ein FIFA Ultimate Team Spiel gewinnt. Oder aber 1 Million Coins. Also ich glaube, unter allen, die einen Sieg hier schaffen im FIFA Ultimate Team, ich weiß gar nicht, wann Einsendeschluss ist, könnte sogar heute sein, wird eine Reise verlost und 10-mal 1 Million Coins. Und die Reise geht zu einem Premier League Spiel. Ich weiß nicht, ob man sich das aussuchen kann oder ob das vorgegeben wird. Auf jeden Fall zu einem Premier League-Spiel. Und dementsprechend will ich jetzt auch mal gewinnen, damit ich da in dieser Verlosung mit drin bin. 1 Million Coins wären natürlich auch richtig, richtig nice. Gar keine Frage. Deswegen. Oh, jetzt will er echt das andere Trikot nehmen. Was ist das für ein Vogel? Deswegen werde ich da jetzt auf jeden Fall auch mitmachen. Und hoffen, dass ich in der vorgegebenen Zeit ein Spiel gewinne. Informationen dazu gibt es unter futpromo.com. Vielleicht verlinke ich das auch unten nochmal. Das steht unter anderem, ich bin gerade mal auf der Seite am PC. Großer Preis, ein Paket, also ich übersetze es jetzt mal, welches eine Reise für 2 Personen zum Sehen von 2 Barclays Premier League Matches for C2 in Manchester and London. Also, ich weiß nicht, gegen wen Manchester spielt. Dezember 6 bis 8, also 6. bis 8. Dezember. Könnt ihr ja mal gucken, gegen wen der Manchester spielt und gegen wen der London spielt, weil dazu gewinnt man dann eine Reise, um sich 2 Spiele anzugucken sogar. Und ja, der zweite Preis. Da gibt es 10 Gewinner von 1 Million Coin Packets. Einsendeschluss ist der 16. um 12 Uhr PM, also morgen Abend 24 Uhr. Ich vermute mal Londoner Time, also bei uns 23 Uhr. Bis dahin sollte ich auch ein Match gewinnen. Ja, um da mitzumachen, muss man irgendein FIFA Ultimate Team Spiel spielen und das gewinnen. On oder offline ist egal, zur Not spiele ich halt kurz eins offline. Das werde ich dann natürlich nicht filmen, weil das ist einfach nicht schön anzugucken. Und da habe ich dann auch entdeckt, da gibt es so ein Fan-Reward-Ding auch. Da kann man derzeit irgendwas, ein Messi-Package gewinnen. Also da gibt es auf jeden Fall mega viele Gewinnspiele, die man da mitmachen kann. Könnt ihr einfach mal da vorbeischauen auf der Seite futpromo.com. Das ist auch alles von EA abgesegnet, also du wirst da quasi zur EA-Webseite weitergeleitet. EA.com/FIFA/Ultimate Team/News/2014/FIFA-15-FUT-United. Das ist so der Link, der dann direkt dahin weist. Aber den hat sich jetzt wahrscheinlich keiner von euch gemerkt. Und ich habe ihn mir auch nicht gemerkt, sondern abgelesen. Ja, wir sind hier mitten im Spiel schon. Was macht Gavinho da? Wir haben natürlich das Serie A-Team mal wieder genommen. Er hat hier so ein, wie es aussieht, portugiesisches Team. Quaresma, irgend so ein anderer. Raul Meireles. Ja, alles so irgendwelche portugiesischen Spieler. Ich stand hier aber erstmal im Abseits. Da wird jetzt der Freistoß ausgeführt von Bruno Alves. Ja, scheint ein portugiesischer Landsmann zu sein, gegen den ich hier spiele. Und dann, ja, schauen wir mal. Palacho jetzt erstmal am Ball. Muss hier, ja, öfter mal rumziehen, verliert dann den Ball. Hat er auch Ronaldo? Das würde mich mal interessieren, ob er auch Ronaldo hat. Wenn dann wahrscheinlich nur auf Leihbasis oder so. Jetzt hier der gute Pass. Aber, den kriege ich nicht. Rui Patricio ist da der Torhüter. Ist auch, glaube ich, sogar Nationaltorhüter bei den Portugiesen, wenn ich recht informiert bin. Verbessert mich, wenn es nicht so ist. Oh Mann, oh Mann.
Ich finde das nice, dass die EA so ein paar Gewinnspiele da macht. Also ich habe das gerade erst entdeckt. FOT Promo ist halt nur dieses Wochenende wirklich, dass man da eine Reise gewinnen kann. Vielleicht kommt da aber auch noch was anderes. Ich habe das gerade das erste Mal gesehen. Keine Ahnung, ob es da schon was gab auch vorher. Ich bin da, ja, irgendwie drauf gestoßen. Da gab es so eine Einblendung in, als ich FIFA gestartet habe. Oben rechts gab es so eine Einblendung irgendwie, ja, das und das kann man gewinnen. Besuch doch futpromo.com. Und dann dachte ich, machst du das doch einfach mal. Wenn dir das von deinem FIFA schon gesagt wird, wird das wohl irgendwas zu gewinnen sein. Und da muss man auch nichts bezahlen oder so. Also alles easy. Du kannst da einfach direkt mitmachen, total kostenlos. Musst halt nur das Spiel echt gewinnen. Und das probiere ich jetzt natürlich auch. Und dann gab es da halt auch noch so ein Ding, das funktioniert irgendwie über Credits, aber man hat 500 Start-Credits oder so und musste nur 50 abdrücken. Von daher ging das auch klar. Da kann man dann Messi im Ultimate Team gewinnen. Würde ich den gewinnen, würde ich den natürlich verkaufen. Das ist dann mehr als 1 Million Coins, die man da quasi gewinnt. Oh Mann, oh Mann. Nett, nett auf jeden Fall. Na, schauen wir mal. Mike Conn jetzt hier erstmal am Ball. Oh Gott, ja, verliert den Ball da, aber holt den Einwurf raus. Bleibt da am Boden liegen, Mike Conn. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Mike Conn soll jetzt mal wieder aufstehen. Na, Gervinho jetzt erstmal. Ist auch aufgestanden mittlerweile. Jetzt hier Gervinho wieder. Gervinho könnte jetzt flanken. Zieht aber in die Mitte. Gervinho mit dem Schuss, aber am Tor vorbei. Am Tor vorbei, meine Freunde. Nice, ich habe gerade einen Tweet gepostet. Also ich nehme gerade um 11:41 Uhr auf. Kurz vorher habe ich einen Tweet gepostet an Zupixi. Und die hat mich retweetet. Dementsprechend gab es viele, viele Favoriten jetzt schon. Das ist immer gut, wenn so berühmte YouTuber einen retweeten. Ist, glaube ich, eine Beauty-YouTuberin. Zupixi. Die macht immer so Halloween-Dinger, macht die ganz gut. Da habe ich mal reingeguckt gehabt, weil eine Freundin wollte irgendwie irgendein bestimmtes Make-up und da wollte sie, keine Ahnung, irgendwelche Tipps haben. Keine Ahnung, warum sie mich da fragt. Nee, sie wollte Vorschläge haben, wie sie sich verkleiden kann und da habe ich ihr mal so ein paar Videos von der geschickt, weil ich die gesehen hatte. Und ja, ich gucke auch ab und zu mal bei anderen YouTubern rein, die nicht unbedingt themenrelevant sind zu mir, also keine Let's Plays machen. Mache ich eigentlich sogar ganz gerne. Mrs. Vlog zum Beispiel gucke ich mega gerne. Ich habe jedes Video von der gesehen. Ja, vielleicht ein bisschen komisch, aber ist halt so, ne? Dafür gucke ich halt zum Beispiel Gronkh, gucke ich fast gar nicht. Also da denke ich mir immer, ja, ab und zu kann man den mal gucken, aber ich finde den jetzt nicht so mega unterhaltsam, dass ich den immer jeden Tag, keine Ahnung, 20 Stunden gucken würde. Hatet mich deswegen jetzt nicht, aber ist ja jedem so eine Geschmackssache natürlich auch. Ah, kriege ich den Ball? Den behalte ich nicht, aber es gibt den Freistoß und er kriegt hier noch keine gelbe Karte, okay. Oh Mann, oh Mann. Und jetzt glüht mein Handy natürlich. Immer Twitter, Favorit, Favorit, Favorit. Und ich denke mir mal, Junge, alles gut. Wir hatten hier gute Freistoßwerte. 84 Giovinco, 85 Pjanic. Gibt es da noch was Besseres? Nein, nehmen wir 85 Pjanic, würde ich sagen. Und dann schießen wir einfach mal aus 33 Metern, aber naja. Naja. Da habe ich schon Besseres gesehen. Gar keine Frage. Ihr sicherlich auch. Das war ja ein Schuss in die Hose. Ja, was gibt's sonst noch Neues? Gestern hat bei uns in Steele schon der Weihnachtsmarkt eröffnet, ey. Wir haben gestern den 14. gehabt. Am 14. eröffnet bei uns der Weihnachtsmarkt. Wie krank ist das einfach? Das ist einfach mal 40 Tage vor Weihnachten eröffnet der Weihnachtsmarkt. Warum machen die denn nicht direkt? Gar nicht erst zu, das wird sich auch nicht lohnen, den wirklich zuzumachen. Einfach ganzes Jahr Weihnachtsmarkt, ganzes Jahr schöne Weihnachtsstimmung, im Sommer schön in irgendwelchen Hula-Hula-Röcken, was weiß ich, aber mit dickem Rauschebart das Fest da feiern.
Oh Mann, ich dachte mir nur so, als ich das, ich war glaube ich vorgestern in Steele, als ich das da gelesen habe, auf den, ja, vorgestern war ich da, ich musste Geld abholen, als ich das da gelesen habe auf den Dingern, auf den Plakaten, 14. Weihnachtsmarkteröffnung, ich dachte mir so, was ist los? Er drückt jetzt hier Start, warum? Keine Ahnung, er hat auch Eckenschützer, erstmal schön Rui Patricio, ist natürlich auch ganz nice. Dum-dum-dum. Schauen wir mal, wann er weiterdrückt. Ja, was haltet ihr von Weihnachtsmärkten, die schon einfach 40 Tage vor Weihnachten öffnen? Der Weihnachtsbaum war sogar geschmückt. Ey. Ich dachte mir so, was ist hier kaputt? Oh Gott, das macht er richtig gut, aber ich habe da richtig Glück gehabt. Oh Gott, ey, ich dachte erst echt, der geht rein ins Tor. Aber da habe ich nochmal Glück gehabt. Dass der nur gegen den Pfosten ging und dann vom Pfosten zum Glück nicht ins Tor. Jetzt komme ich vorbei und oh, auch am Tor vorbei. Das gibt's doch nicht. Wie viel Pech muss man einfach haben? Oh Mann, da geht der am Tor vorbei. Aber ich will das Spiel natürlich gewinnen, damit ich direkt schon im Gewinnspiel mit drin bin. Ich weiß gar nicht, ob das pro Sieg dann gilt, ein Los oder einfach nur ein Sieg, ein Los. Und ja, wenn man mehr hat, immer noch nur ein Los. Das weiß ich jetzt nicht. Aber ist ja auch erstmal egal. Oh Mann. Komme ich hier vorbei? Nein, komme ich nicht. Aber den Ball kriege ich noch mal. Nein. Aber hier, ja. Aber Pass, aber zack, vorbei. Aber Flanke und Kopfball zurück von ihm. Mann, Mann, ey. So, gucken wir mal, ob wir den Ball hier kriegen. Nein, wir kriegen ihn nicht mehr vor der Halbzeit. Wir gehen in die Halbzeitpause. 0 zu 0 zwischen Lord Bettner und Fresh Fries. Und ich hoffe natürlich, dass ich in der zweiten Halbzeit hier noch was reißen kann. Hier sehen wir nochmal eine Chance, die meterweit übers Tor ging. Hier sehen wir nochmal meine Chance, die ganz knapp vorbeiging. Hätte natürlich ein Tor sein müssen. Aber leider nein. Von daher machen wir jetzt hier direkt weiter mit der zweiten Hälfte. Wenn er damit auch einverstanden ist, scheinbar nicht. Scheinbar braucht er da noch ein paar Sekunden, um seine Kräfte wieder zu sammeln oder so. Man weiß es nicht wofür. Aber manchmal will man es auch gar nicht wissen. Jetzt geht's weiter mit der zweiten Hälfte. Palacho hier am Ball. Oh, mein Stick war irgendwie raus. Also, ihr kennt das vielleicht von den Sticks. Die kann man so leicht rausziehen. Dann hat man da immer so ein, ja, ich habe da immer so ein ungutes Gefühl dann bei den PlayStation Sticks. Andere mögen das vielleicht, wenn die draußen sind, aber ich finde dann immer, da ist die Reibung nicht so groß. Dementsprechend habe ich da immer so ein, ja, ungutes Gefühl einfach. Das ist wie, ja, ich bin eher der Konsistenztyp, sage ich mal. Wenn sich irgendwas nicht gut anfühlt, dann mag ich das nicht. Auch beim Essen. Ich mag zum Beispiel keine Pilze. Ich habe noch nie Pilze probiert, wie die schmecken. Aber ich hatte es einmal so, ja, gefühlt mehr oder weniger und seitdem weiß ich, ich mag keine Pilze, einfach weil die sich komisch anfühlen. Das ist halt so, ja, so nach dem Motto arbeite ich quasi. Hier kassiere ich erstmal das 1-0 Gegentor. Sehr ärgerlich natürlich, weil ich ja unbedingt bei diesem Gewinnspiel mitmachen will. Ich will gar nicht unbedingt diese Reise gewinnen. UK ist zwar schön und gut, aber ich habe eh kaum noch Urlaub, den ich da nehmen könnte. Ist zwar am Wochenende, aber da müsste ich ja auch Freitagsurlaub nehmen. Und eigentlich habe ich keinen Freitagsurlaub mehr. Also ich habe gar keinen Urlaub mehr übrig. Ich wollte ja Weihnachten schon, ab Montag eigentlich schon. Also der Montag vor Heiligabend wollte ich Urlaub nehmen. Geht auch schon nicht mehr. Ich kann erst ab Dienstag nehmen, weil ich jetzt wegen diesem scheiß Bahnstreik wieder 2 Tage Urlaub nehmen musste. Und das ist natürlich Kacke, auf gut Deutsch gesagt. Ich hasse die Bahn auch dafür, dass ich da wieder 2 Tage Urlaub nehmen musste. Musste schon mal einnehmen oder so. Also ich habe regelmäßig Bahnurlaub, weil die Bahn gestreikt hat. Ich hoffe, die streikt jetzt nicht wieder, weil dann kann ich meinen Weihnachtsurlaub vielleicht komplett vergessen. Und das wäre ziemlich kacke.
Jetzt ziehe ich hier in die Mitte. Ah, der Torwart kam raus. Das habe ich viel zu spät gemerkt irgendwie. Ich hätte da mal mehr Acht drauf geben sollen. Zack, nach außen, zack, nach innen. Komm, komm, komm. Ja, den kriegt er, aber er Keeper hält. Rui Patricio hält den Ball da fest. Mann, 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 ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Muss jetzt hier mal ein bisschen offensiv stellen, zumindest schon mal. Das war fair abgegrätscht. Sieht man ja auch nicht so häufig. Und das war gut gespielt von ihm. Und eine gute Flanke und ein guter Kopfball, aber mein Torwart macht da alles richtig. Handanovic mit einer Glanzparade. Hier sehen wir es nochmal, er drückt es nicht weg. Und der Keeper hechtet da noch so eben hin, hat den Ball dann, kann ihn nur zur Ecke klären, aber immerhin konnte er ihn klären. Ah, da verliere ich ihn direkt wieder. Aber stelle mich gut dazwischen, aber da komme ich nicht mehr dazwischen und kassiere das 2:0. Mann, ey, wie ärgerlich, wie ärgerlich, wie ärgerlich. Einen Sieg brauche ich auf jeden Fall noch. Weil ich bei dem Gewinnspiel mitmachen muss und weil ich auch nicht absteigen will. Dementsprechend ist ein Sieg nötig. Ja, hier gibt es den Freistoß dann. Vielleicht wird da jetzt was draus. Ich warte jetzt einfach mal ab. Ist ungefähr 26 Meter. 30 doch, okay, 30 Meter. Pogba probiert's, aber landet in der Mauer. Aber da gibt's die Ecke. Ecke ist ja immer gut eigentlich. Pogba ist auch der Mann für die Ecken. Kopfball, ah, wohin köpft der? Wohin köpft der, meine Freunde? Ah, nächste Ecke. Okay, er hat scheinbar nicht selbst geköpft. Und, aber drüber. Nächste Ecke, nächste Ecke, nächste Ecke. Wieder Pogba. Und, ah, vorbei. Das gibt diesmal Abstoß. Nein, wieder Ecke. Warum gibt es hier Ecke auf Ecke? Und jetzt hat der Keeper den Ball. Ja, schade. Hat ein bisschen gedauert. Da gab es viele Ecken. Ah, da geht er mir zu einfach vorbei. Das darf so nicht passieren. Schalte jetzt mal hier auf totaler Angriff. Er hat jetzt natürlich alle Zeit der Welt, theoretisch, aber nutzt die Zeit nicht, sondern hat direkt geflankt und den Ball verloren. Das war gut für mich. Oh, was mir gerade mal so einfällt. Ich habe gerade irgendwie voll den Geruch von so einem Kaffeehaus in Holland in der Nase. Ich weiß nicht warum, woher der kommt. Ist mir aber auch egal. Ich will mal wieder nach Holland. Weil wir brauchen mal wieder neue Frikandeln. Und irgendwie kaufen wir immer Frikandeln in Holland. Wobei ich schon lange, ja, ich muss auch mal meine Fritteuse wieder mit Fett füllen. Da ist auch keins mehr drin. Dementsprechend haben wir auch lange keine Frikandeln gegessen. Dementsprechend brauche ich das eigentlich auch nicht. Jetzt hier das Tor, schön gemacht von Palacio. Mit dem Rücken stand er da zum Torwart. Dreht sich aber gut um den eigenen Mann hier. Sehen wir es nochmal. Zack, direkt Abnahme. Und Rui Patricio ist da ohne Abwehrchance. 2:1 nur noch. Geht hier noch was, Freunde der Sonne? Vielleicht schaffen wir ja doch noch den Sieg. 17 Minuten haben wir noch, um hier was zu drehen. 17 Minuten der Entscheidung kamen wir hier noch. Zack, Maicon mit der Balleroberung. Zack, Pogba. Pogba kommt nicht vorbei. Aber direkt wieder der Ball bei mir. Ah, der kam, glaube ich, sogar aus dem Abseits. Da hätte es Abseits gegeben. Ja, was ich derzeit noch überlege, ist mir gestern so im Bett mal eingefallen. Vielleicht mache ich so einen kleinen Koch-Channel, weil ich koche ja relativ gerne. Koche auch immer am Wochenende. Eigentlich jedes Wochenende koche ich. Und auch öfter mal frisch. Dementsprechend würde ich meinen Channel dann irgendwie Fresh gekocht nennen oder so. Oder Fresh kocht. Aber Fresh gekocht ist irgendwie besser, dann kann man da so einen Slogan machen, irgendwie nur mit frischen Zutaten. Keine Ahnung, Roel Martinho macht hier das Tor. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, wie ärgerlich, wie ärgerlich, wie ärgerlich. Ja, 3:1 liege ich wieder hinten. Da steigen zwei meiner Spieler hoch, aber haben keine Abwehrchance. Dementsprechend liege ich hier wieder 3:1 hinten, das ist nicht so schön. Oh, Schiri, das ist rot, das ist letzter Mann, das ist rot. Ey, der gibt nur gelb, das ist rot, das war der letzte Mann. Schiri, Schiri, Schiri. Oh Mann, da kriege ich wieder nur einen Freistoß, obwohl das der letzte Mann ist. Da wäre ich komplett blank durch gewesen, aber naja. Palacio jetzt hier mit dem Freistoß.
24 Meter, aber übers Tor, ey Mann. Aber meiner Meinung nach war das rot. Gar keine Frage. Hoi Patricio jetzt hier mit dem Abstoß. Er passt erstmal nach rechts weg. Ah, krieg ich den? Nein, aber er kriegt ihn auch nicht. Einwurf. Schnell ausgeführt auf Vidic. Vidic weiter zu Palacio. Palacio. Ah, kriegt er den? Nein, Palacio kriegt ihn nicht. Aber jetzt vielleicht? Nein, auch nicht. Kommt er nicht zwischen Torwart und Ball irgendwie? Ah, das war abseits. Oh Mann, oh Mann. Ja, klar und deutlich. So, Pepe, was macht der? Ah, der passt nach an die andere Seite außen. Links außen, genau. Ich war gerade am Überlegen, wie heißt die Seite nochmal? Ich wollte erst rechts außen sagen, dann nee, rechts war das nicht. Links außen war es natürlich. Ja, gewinne ich das Spiel noch oder schaffe ich wenigstens noch ein Tor? Oder vielleicht sogar den Ausgleich etwas glücklich dann natürlich, aber... Ah, wohin geht der Pass? Aber auch der war scheiße von ihm, aber naja, da hat er den Ball direkt wieder. Zack. Gut weitergeleitet direkt. Und. Oh, der geht vorbei. Der geht vorbei. Oh Mann. Der geht echt vorbei. Ich fasse es nicht. Ja, morgen bin ich nicht so wirklich zu Hause. Morgen bin ich auf Mode, Heim und Handwerk. Ist eine Messe. Wie sich jetzt vielleicht schon einige gedacht haben. Vielleicht kennt ihr auch jemand. Da gehe ich morgen hin. Danach bin ich von meinem Vater zum Chinesen eingeladen. Von daher gehe ich auch mit. Und die Messe zahlt er auch. Also da bin ich auch eingeladen. Dementsprechend alles easy. Da gehen wir doch gerne mit, habe ich gesagt. Und ich wollte dann auch mal morgen meine Kamera mitnehmen. Weil das ist ja da immer so, ja, ganz lustig, ein paar Fotos zu machen. Ich nutze die so selten, meine Kamera, ne? Ich mache ja bisher keine Vlogs oder so. Vielleicht dann mit diesem Fresh gekocht Channel. Da wollte ich die dann mal häufiger natürlich nutzen. Ich mache ja so an sich keine Videos mit Real Life irgendwie bisher. Von daher mal schauen, was ich da mache. Jetzt ist erstmal das Spiel vorbei. Ich habe 3-1 verloren. Dementsprechend jetzt noch nicht bei den Gewinnspielen dabei. Ich würde mich freuen, wenn ihr nun auf der Endcard vorbeischaut. Dort findet ihr meine Social Media Links, meinen Abonnieren-Button und natürlich auch den Patreon-Link, falls ihr mich unterstützen wollt. Ich sage bis morgen um 20 Uhr wie immer FIFA Ultimate Team. Haut da rein. Ciao!